Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier und hatten uns in unserer Hauptstadt das Verkehrskonzept überarbeitet, indem wir jetzt überwiegend auf Einbahnstraßen setzen. Und ja, ihr seht, der Verkehr ist überwiegend außerhalb in der Downtown, ist ja überwiegend positiv, muss ich sagen. Weil der Verkehr, ja, ist grün. Ihr seht, der Verkehrsbalken geht nach rechts. Und jawohl, Freunde. Dann würde ich sagen, können wir jetzt weitermachen. Und ja, uns weiter expandieren. Wir waren hier zwar beim letzten Mal weitere Jobs am Bauen, aber wir brauchen ja auch noch mehr Einwohner. Ne? Wir haben jetzt 823.000 Einwohner. Finanzen sehen immer noch super aus. Und die Jobs, die sprießen weiter aus dem Boden wie nix. Ich meine, ich habe gerade mal geschaut, wir brauchen auch noch 70.000 Jobs eigentlich. Ui, Nomura Building. Das sieht cool aus. Aber wir müssen aber auch gucken, dass wir wieder mehr Einwohner kriegen. Okay. Ein Moment. So, da bin ich wieder. ja, ich glaube, wir hatten eben die Folge anmoderiert, ne? Okay, ja, und wir wollten ja noch ein paar Wohngebiete bauen, aber erstmal müssen wir tatsächlich noch. Habe ich hier gerade wieder ein Auto herfliegen sehen? Sag mal, wie fahrt ihr hier? Also wirklich, wir haben unser Verkehrskonzept ja komplett überarbeitet. Leute, ihr könnt echt nicht Auto fahren, so wie das aussieht, ey. Mann, Mann, Mann. Aber okay, gut, dann machen wir mal weiter hier mit unserer Einbahnstraßen, ne, wie wir es gelernt haben. Und genau, dann machen wir das mal so, zack. Und wunderbar, dann können wir weitermachen. Verdammt, das geht nicht, ne? Das hier geht halt nicht. Das ist halt das Blöde. So. Aber ist okay. Wir machen weiter unsere Offices hier, unsere Büros. So, 2x4x4. Und genau. Zweimal kleine Plazas dazwischen. Ah. Wunderbar, ja, aber mir fällt gerade auf, dass tatsächlich die Gebäude nicht mehr so groß werden, ne? Direkt. Und das könnte damit zusammenhängen, dass wir das hier noch nicht am U-Bahn-Netz angeschlossen haben. Das machen wir dann jetzt mal. So, gut, liebe Leute. Ja, dann würde ich mal sagen, freue ich mich, dass ich mal wieder hier eingeschaltet habe bei SimCity 4, wie es hier tatsächlich weitergeht. Und genau, ich würde vorschlagen, wir machen hier unten wieder neue Einwohner hin. Aber die brauchen ja ein bisschen Freiraum, ne, was das angeht. Deswegen würde ich vorschlagen, machen wir hier mal einen kleinen Stadtwald rein. Ja, am besten mit einer Verbindung in der Mitte und einer Straße. Das kann dann auch gerne eine Landstraße sein, oder? Ja, das kann auch gerne eine Landstraße sein. Das ist dann okay. Die Verbindungsstraße halt. So. Dann machen wir jetzt nämlich hier tatsächlich bei den Einwohnern nur Einbahnstraßen. So, dann machen wir das mal so. Ganz genau. Ganz genau. So. Wunderschön sieht das aus, ne? Wunderschön. So, dann haben wir jetzt hier unsere Fünferfläche. Das heißt, wir können hier unten die Parks hinmachen und Bus- und U-Bahn-Verbindung. Bushaltestelle U-Bahn, Bushaltestelle U-Bahn. So. Weiter geht's hier mit unserem Ausbau. Die Mucke passt gerade so gut dazu. So. Und dann. So. Und hier hin. Wunderschön. So, dann machen wir hier mal noch mehr Parks für euch. Ja, schaut euch das an. Da kommen sie. Sims suchen Büros.
Sehr schön. So, dann machen wir euch mal hier einen guten alten Stadtwald rein. So, Bäume en masse. Und ihr kriegt jetzt auch eure eigenen Einrichtungen. Das heißt, Polizei, Feuerwehr, Krankenhaus, Schulen. So. Krankenhaus und Schulen. Große Grundschule. Ja, okay. Und eine weiterführende brauchen wir noch. Moment. Weiterführende Schule. So. Zack. Oh ja, wir müssen langsam aufpassen mit den Finanzen wieder. Dass wir nicht hier zu viel ausgeben. So. Hallo? Warum? Oh, Wasser. Oh. Shit. Okay, wir müssen Wasserleitungen tatsächlich hier runterlegen. Okay, krass. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. So. Okay, aber ist ja kein Problem. Das sieht man ja direkt, ne? Ah, verdammt. Das sieht man ja direkt, ne? Mit den Wasserleitungen. Ach, guck mal. Und wir sind schon fast hier unten an der Kante angekommen. Ja, krass. Okay. Das heißt, wir können bald auf die andere Flussseite übersetzen. Mit Häfen und allem. Ah, das wird cool. Freunde, da freue ich mich drauf. Oh, Niveau für Bau ungünstig. Ja, okay, dann macht das doch einfach so. So, dann ziehen wir nochmal kurz jetzt hier ein für alle Mal die Wasserlinien hier runter für diese Seite. So, wunderbar. Dann passt das doch. Alles klar, können wir hier die Straße mal wieder verbinden. Okay, hier draußen am besten auch. Und wieder eine schöne Brücke machen. So, perfekt. So, gut, dann. Ihr habt jetzt Wasser, ihr könnt jetzt eigentlich wieder einziehen. Ah, shit, ich glaube, Wassermangel ist immer schwierig. Ja, mit so Wohngebäuden. Aber hey, ah, okay, sie kommen wieder. Sie kommen wieder. Aber Pendelverkehr ist lang, warum auch immer. Pendelverkehr. Ja, gut, okay, die fahren halt raus, ne? Das ist, die fahren halt raus. Gut, aber nicht schlimm. Wie gesagt, wir bauen ja uns dann noch mehr Jobs auf. So, hier geht die Autobahn hin. Okay, ja, das sollte so gehen, okay. Naja, wobei, wartet mal, eine Monorail? Kann man hier eine Monorail hinmachen? Das ist zufällig miteinander verbinden, ne? Kann man theoretisch, ja. Krankenwagen draußen oder? Ah, ne, es ist nur die Musik von SimCity, okay. Ich dachte schon. Okay. Keine Störung hier, sehr schön. Alles klar. Und, machen wir hier zack, zack. Zack, zack. Ja, wunderbar. Dann machen wir ebenerdig. Ah, es läuft, Freunde, es läuft. Jawohl, es läuft. Alles klar, dann würde ich mal Folgendes vorschlagen. Wir machen hier einmal nochmal eine Landstraße hin. So, und für die Monorail-Station. So. Das heißt dann aber auch, ja, ihr könnt eigentlich hier hinlaufen. Ach, ihr seid so... Ach, Leute. Wo ich extra eine Monorail-Station hier hingebaut habe. Ist okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So, gut. Dann machen wir hier nochmal eine neue Einbahnstraße hin. Wenn sie uns das denn erlauben. Wenn sie uns das erlauben. So, okay. So, jetzt aber. Genau. Und hier nochmal... Ja, wobei, nee, Moment. So, wir müssen ja noch erstmal noch mal neue Jobs, weil die fahren ja raus, das geht ja gar nicht, ne? Deshalb, okay.
So muss das genau, Freunde. Eine Straßenverbindung hierhin. Ja, das geht leider nicht. Das ist ein bisschen tatsächlich ärgerlich. Aber ist ja okay, ist ja in Ordnung. Gut. Dann machen wir das halt so. Haben wir hier zumindest schon mal eine Einbahnstraßenverbindung hierhin. So, dann machen wir hier mal eine normale Straße, würde ich vorschlagen. Ja, wobei, die sind ja hier angebunden, ne? Die Jobs, die ich jetzt hier hin machen werde, die sind ja hier angebunden. So, shit. Ach, Mist, jetzt habe ich jetzt hier aus Versehen, so, okay. Gut. Einbahnstraße. Genau, dann haben wir das so und so und so. Wunderbar. Die Straße hier wird verbunden werden. Ah, perfekt, Freund. Perfekt. So. Wir können ja auch sowas machen. Ah, wir können ja auch sowas machen. Können wir noch ein bisschen Platz sparen. Oder macht er das? Das macht er wieder nicht. Schade. Das macht er natürlich jetzt wieder nicht hier, ne? Das ist doch blöd. Na gut, egal. Dann verbinden wir es halt so. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber ist okay. Gut, dann neue Gewerbejobs. 4x4. Hier am besten auch. Ach, da ist auch schon eine U-Bahn-Station. Das ist ja perfekt angebunden hier. Was ist das für ein Geräusch, Alter? Ich höre hier auf einmal so ein Pulsieren. Das ist irgendwie scary. Aber okay. Gut, dann. Ja, ich weiß, dass du keine Straße hast. Moment. Du Station, du. So. Weiter. Zack. Jetzt hast du eine Straße. Und genau, da kann hier auch noch eine hin. Schön die Verkehrsanbindung machen. So. Und ja, dann können wir weitermachen. Ich freue mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier bei SimCity 4. Wie es hier weitergeht mit unserer Hauptstadtanbindung. Und ich habe vergessen, hier eine Straßenverbindung einzumachen, ne? Das heißt, die können jetzt nur von hier erreicht werden. Aber ist okay, denke ich mal. Ist in Ordnung. Die fahren immer noch raus. Warum fahrt ihr raus? Ihr sollt nicht rausfahren. Ja, ist okay, kommt. Ist in Ordnung. So, ja. Ah, hier ist eine Shopping Mall. SG Wegmans Grow. Yeah, Freunde. Gut. Dann beim Gewerbe brauchen wir da unbedingt die Einbahn. Ja, ich meine, wir wollen ja den Verkehr ruhig halten, ne? Wir wollen ja den Verkehr ruhig halten. So. So. Genau deshalb, ja. Machen wir direkt die Einbahnstraßen. Und eine normale Straße hier durch. Oder? Nee, eine Einbahnstraße. Mach eine Einbahnstraße hier durch. So. Ganz genau. Gut, dann haben wir hier unsere Jobs. Perfekt. So, und dann können wir auch schon ganz normal weitermachen. Und hier vorne passt perfekt die Bus- und U-Bahn-Verbindung rein. So, Bushaltestelle. Da vorne ist zwar auch eine U-Bahn, aber ist okay. U-Bahn-Station. Machen wir hier auch rein, würde ich vorschlagen. Wow, da kommen sie schon. Machen wir hier auch rein, würde ich vorschlagen. Bushaltestelle, U-Bahn. Dann noch zwei Parks. So, und dann schön mit der U-Bahn verbinden das Ganze. Zack. Und zack. Und zack. Genau. Das schöne Gitter weiterhalten. Ganz klar. Ganz wichtig. Schön das U-Bahn-Gitter weiterhalten. So. Oh, was kommt da für ein Gebäude?
Ah ja, okay, ja, das hat. Okay, das haben wir ja schon mal gesehen, ne? Okay, gut, das heißt, wir können hier auch eine Monorail-Anbindung. Na komm schon. So. Ah, so geht's. Ah, das läuft, Freunde, das läuft. Perfekt hier. So, da kriegt ihr noch eine Monorail. Ja, wunderbar. Dann könntet ihr eigentlich mal zuziehen. Ui, schick. 5600 Jobs. Pendelverkehr lang. Ihr fahrt immer noch raus. Wisst ihr was? Ich reiß euch gleich ab. Was soll das, dass ihr rausfahrt? Jetzt mal ehrlich. So. Bäume, 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 Bäume. So. Das reiß ich jetzt ab. Warum fahren die raus, zum Teufel? Fahrt nicht raus. Was habt ihr jetzt davon? Ah, schau mal, da kommt doch schon wieder was Neues. Sehr schön. Ja, cool. Verkehrstechnisch alles grün, ne? Ja, ja, alles grün, das ist gut. Nur die U-Bahn ist rot, aber so, das kann ja uns egal sein. So, wie sehen die Indikatoren aus? Ja, ist okay, ist okay. Sehr schön, dann würde ich vorschlagen. Das geht leider nicht, aber dass wir hier zwei Auffahrten machen. Ja. Okay, dass wir das dann schon mal miteinander. Ah, verdammt. Verdammt, okay. Dann machen wir es halt so. Ach, Mann. Das klappt nicht immer so gut mit den Auffahrten. Okay, ach, schaut mal, hier bauen sie schon. Bauen sie schon ordentlich hier. 522 und da vorne, ja krass, okay. Wir müssen tatsächlich auch auf die Nachfrage achten. Ne, dass die Nachfrage nicht komplett einbricht nach Gewerbe. Das passt aber, das passt. Sehr schön. So, dann gucken wir mal. So, wir müssen einmal nach Müll gucken. Moment. Müll? Haben wir? Nein, wir haben keinen Müll. Okay, Strahlung haben wir auch nicht. Wasserverschmutzung haben wir auch nicht. Luftverschmutzung sehr wenig. Das ist sehr gut. Für so eine Riesenstadt ist das wirklich top. Und Flughäfen komplett nichts. Das ist super. Landwert. Ist okay. Bürgermeisterbewertung, auch alles gut, alles Durchschnitt. Gemischt, Gesundheit ist super. Zone klar, Verkehr. Ja, Verkehr haben wir ja gerade gesehen, ne? Ist überwiegend. Oh, hier vorne ist rot, ne? Aber ist überwiegend tatsächlich grün. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. So. Außer halt so ein paar Hauptverkehrsrouten, ne? Aber das hier ist auch eh eine Bodo-Rail hier oben und hier. Ei, Moment. Das ist eine Mondrail und eine U-Bahn hier. Also von daher passt das schon. Wasser, Energie haben wir. Alles grün. Attraktivität für Reiche. Ist okay. Bildung. Gut. Außer hier vorne irgendwie. Was ist denn mit euch los? Naja, egal. Das passt schon so, würde ich vorschlagen. Kriminalität. Sehr wenig, sehr gut. Ist auch sau wenig. Feuergefahr. Uff, ja, könnte geringer sein, aber ist okay. Alle aus. Gut, dann haben wir's. Dann können wir weitermachen. Tatsächlich, aber womit zum nächsten Mal? Wohngebiete. Okay, Wohngebiete. Da haben wir ja schon hier alles vorbereitet für. Okay, dann. Mach zack und zack. So, dann machen wir hier. Ja, genau. Bushaltestelle, U-Bahn-Verbindung. So, das dann natürlich mit Einbahnstraßen verbunden, klar. Oh, hier ist ja gar nichts an U-Bahn-Verbindungen. Was ist denn hier los? Warum?
Ach so, ja, okay. Weil es halt in der Mitte ist. Das ist doof. Aber ist okay. Dafür haben die eine Monorail. Ja. So, dann hier, zack. Und dann kriegt er hier nochmal... nein. Bisschen was Grünes rein. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dann machen wir weiter. Bäume. So, ja, perfekt. Das ist perfekt, Freunde. Genauso will ich das sehen. Immer mehr Einwohner. Ja, genau. 880, wir sind bald bei 1 Million. Und wir haben laut Elite haben wir auch schon die Einwohnerzahl des letzten Versuchs übertroffen. Ja, das ist doch gut. Gut zu wissen. Und wenn die auch alle glücklich und zufrieden sind, dann ist das ja okay, ne? So, gut, die fahren jetzt aber nicht raus. Doch, die fahren... Warum? Warum fahrt ihr raus? Das verstehe ich. Wow! Oh, Geschenk. Schade, dass das Geschenk ist. Das war ein Riesengebäude. Ja, gut. Dann mach es halt so. Genau. Jawohl, Freunde, das passt super. Hier vorne kann man vielleicht nochmal eine Verbindung machen, ne? Eine Straßenverbindung, eine kleine. So. Ja, genau. Gut. Wächst weiter. Einfach weiter wachsen. Ja, da sind wir auch schon wieder 15.000 im Plus. Also, von daher, ja, kann weitergehen. Ach, und wir haben die 100 Millionen überschritten. Elite. Aber die Herausforderung mache ich trotzdem nicht. Das ist mir zu riskant. Gut, dann zieh das mal hier runter. Dann machen wir das mal so. Ich würde gerne so das machen. Geht das? Ja! Hey, cool, okay. Krieg dann aber auch eine Landstraße. Falls ihr anders fahren wollt. Ja, wobei, die bringt jetzt nicht wirklich was, ne? Die Landstraße hier, oder? Ihr kommt... Ah doch, wenn ihr hier seid, kommt ihr hier über die Landstraße hin. Doch, doch, das ist gut so. Okay. Dann... Verdammt, noch eins weiter runter. Ich hätte gerne eine Autobahnauffahrt hier. Müssen wir das hier erst? Okay, ja, alles klar. Macht das so. Und so, genau. Ein paar Landstraßen müssten halt sein, ne? Das ist keine Frage. So, okay, dann können wir hier. Oh shit, Gott sei Dank. Können wir hier neue Jobs hinmachen. Für euch Leutchen. Da kommen sie auch schon, ja. So muss das sein. So. Alles klar hier. Dann kann es weitergehen. Aber wie gesagt, ab hier dann als Landstraße. So. Genau. Gut. dann kriegt er hier eine Monorail-Station. Das macht schon Spaß. Das macht Spaß, Freunde. Muss ich echt sagen. So, dann machen wir hier Bus und U-Bahn hin. Passt wieder perfekt hier rein, natürlich. Bushaltestelle, U-Bahn-Station. So. Ach, verdammt. Wollte ich nicht. So, und wir haben wieder Fortschritt hier. Nachdem wir ja die letzte Folge dafür missbraucht hatten, das Verkehrsnetz zu überarbeiten. Ja, haben wir jetzt ein bisschen mehr Fortschritt. Ist doch auch okay. So. Machen wir ja noch ein paar Bäume an der Autobahn. Und dann passt die Sache. So. Wunderbar. Gucken wir uns die Werte an. Verkehr, ja. Ja. Kann gerne weiter nach rechts, der Verkehr. Ist alles super.
Ja, verdammt. Also Maximum hier in der Mitte, ne? Ist aber in Ordnung, also ist okay. Ah, neue Jobs für euch. So, und dann können wir eigentlich... Hier könnte man eine Allee draus machen, ne? Sehe ich gerade hier. Ja, hier kann man eine Allee draus machen, weil ich möchte hier tatsächlich Jobs einrichten. Jede Menge Jobs. So. Moment, wie machen wir das am besten? Oh Gott, was war das denn? Jetzt habe ich mich schon wieder so erschrocken. So, aber nicht schlimm. Gut, dann das heißt, wir machen hier jetzt wieder eine Hauptverkehrsader hin. So, und hier vorne. Das kann man ja wohl verbinden. Verarsch mich nicht. So, danke. So, wunderbar. Das heißt, wir können hier ja weitere Jobs hinmachen. Einwohner haben wir jetzt mittlerweile genug, ne? Und die fahren immer noch. Die fahren immer noch raus, ne? Das ist irgendwie... Ich verstehe es nicht, aber ist okay. ist erstmal in Ordnung. So, dann machen wir hier weitere Gewerbejobs. Am besten hier mit einer Einbahnstraße hoch. Und das dann so miteinander verbinden. Genau, dann hat man jetzt hier zwar 2x2 Felder... 3x3 und ja, ist okay, komm, ist okay. Machen wir das erstmal so. Ah, 4x4 und 3x3, ja, das passt doch, mein Gott, passt doch so. Bus und U-Bahn, Bus und U-Bahn, Bus und U-Bahn. Mein Gott, ihr seid wirklich richtig gut angeschlossen ans Verkehrsnetz. Da könnt ihr ja wohl jetzt nichts sagen. So, dann geht's hier weiter. Schön, zack und zack. Ja, schön. Ah, das macht Spaß, Freunde. Das macht Spaß. Nach dieser traurigen Resident Evil Remaster Session, wo eine Charakterin gestorben ist, ja, macht das jetzt schon... Oh, das macht Spaß. Schaut euch das an. So, und ich befürchte... Wir müssen jetzt so langsam an die Wasserversorgung denken, ne? Ja, genau, weil außer Nachbarschaft kriegen wir kein Wasser mehr. Das heißt, wir müssen einmal... Müllagerung, okay. Wir müssen einmal raus hier und einmal in unsere Supportstadt nochmal rein. Ne? Und dann da mal gucken wegen der Wasserversorgung. Dass wir da ein paar mehr Wasserpumpen aufgebaut kriegen hier. So, unsere Supportstadt ist ja hier oben. Ne? Und, genau, schwere Stadt für Stadtbudget. Moment, warum... Ah, ja, okay. Was? Wieso? Wie, die Kraftwerke reichen nicht? Ach so, ja... Okay, Ölkraftwerk. Ja gut, wir müssten halt ein bisschen abwarten, ne? So, wir haben jetzt die 17.000. Wir brauchen ja keine Energie. Ja. Passt das, wenn wir das so machen? Dann sind es zwar 100 weniger, aber wir können ja die Energie exportieren. Moment. Können ja... Ja! Okay, ah, sehr gut. Das heißt, wir können hier auch wieder große Wasserpumpen aufbauen. Alles klar, Freunde. Dann warten wir das einfach ab. Monatliche kostet 3.000, um Himmels Willen. Aber das heißt aber auch, dass wir dann wieder... warten aber, bis wir uns 2 Stück leisten können. Das ist bei 30.800 der Fall. So, genau, und die Müllkraft, Müll konnten wir auch nicht weiter hierhin exportieren, ne? So, und, so, stopp, Nachbarschaftshandel, Wasser, exportieren,
So. Genau. Und dann brauchen wir jetzt mehr Müllkraftwerke. 25.000 monatlich kostet 1.000. Das ist heftig. Muss man sagen. Aber wir haben es ja. Ne? Wir haben es ja hier in unserer Supportstadt. So, und dann den Müll bitte importieren. Nachbarschaftshandel, Müll, Import. Hä? Warum? Na gut, okay. So, wir sind gleich am Folgenende. Leider am Folgenende angekommen. Aber, Moment. Müll? Warum geht das nicht? Na gut, ist erstmal okay. Das ist erstmal okay. Das heißt, wir haben jetzt wieder genug Wasser. So. Dann sollte das auch kein Thema sein. Mit der Wasserversorgung hier unten. Na komm schon, Spiel. Ja, perfekt. So, wir sind wieder voll versorgt. Boah, es sieht geil aus. Einfach mal 8.000 Bürojobs, ey. Ah ne, das sind mittlere. Okay, das sind mittlere. Ja, okay, aber von wo kommt ihr? Okay, von hier. Und ich höre gerade irgendwie komische Geräusche hier. Aber ist okay. Gut, das heißt, wir sind wieder 10.000 im Plus. Wir sind einwohnermäßig ein bisschen abgesackt wieder. So, aber... Ah, die mittleren, ne? Die ziehen ein bisschen um. Neustadt auf der Buffalo Grill Restaurant. Was? Was wollt ihr denn? nee, danke. So, gut, das heißt. Oh. Wir brauchen hier wieder Einwohner. Okay, das kriegen wir noch hin. 3, 4, 5. So. Ja! Passt wunderbar hier rein, Mensch. Das mache ich jetzt noch kurz. Und dann würde ich vorschlagen, haben wir das Folgenende schon wieder erreicht hier. Meine Güte, es geht echt schnell. Das geht echt flott, immer. So, dann hier noch schön verbinden, hier schön verbinden. So, machen wir noch kurz die Einwohner. Und hier unten noch ein paar Parks hin. Mit Bäume dann. Ja, da kommen sie doch. Wunderbar. Alles klar, Freunde. Da würde ich sagen, noch kurz die Bäume für die Luftverschmutzung. Ah, da ist ziemlich viel Verkehr, sehe ich gerade hier, ne? Moment, Verkehr. Ah, ein bisschen was. Ein bisschen was. So, ich glaube, die meisten, die wollen dann auch hier hin und nicht hier runter. Mach hier noch kurz eine Einbahnstraße draus. Ich kann nicht aufhören, ne? So. Ja, seht ihr, ist es gelb, aber dafür ist hier Pforte rot. Ihr wollt alle... Nee, wo wollen die hin? Naja, ist ja okay, Freunde. Ist ja okay. Gut, dann würde ich einfach mal sagen... Jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Yeah, schaut euch die Gebäude an. Cool, mit Solarzellen auf dem Dach. Jo, passt doch. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, wie gesagt, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und jo, wie es hier dann weiter geht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.